Guten Morgen, wir sind ja jetzt immer noch am Ontario Lake, haben jetzt hier die Nacht verbracht, das hat eigentlich sehr gut funktioniert, sind jetzt gerade am Zusammenpacken, Zusammenräumen und unser nächstes Reiseziel ist Niagara mit dem Niagara Falls. Bis dann. Neuer Tag, neues Glück, wir sind jetzt hier in Niagara, direkt an den Fällen, haben jetzt mit unseren Avis einen Parkplatz gefunden, am IMAX Theater. Und wir werden jetzt hier erstmal frühstücken und dann schauen wir, wie viel Niagara finden. Wir laufen jetzt gerade durch Clifton Hill. Das ist auf dem Weg zu den Niagara-Fällen. Das ist halt links und rechts ganz viele Restaurants und Bars und Giftshops. Und ja, jetzt haben wir wahrscheinlich nur so 10 Minuten Fußmarsch und dann sehen wir schon die amerikanischen Fälle. So, jetzt sind wir dann am Ende des Clifton Hills und ja, hier sind überall so Spaßbuden links und rechts, ein paar Kinos, Wachsmuseen und so weiter. Hallo Marion und wir sehen jetzt von hier aus schon die amerikanischen Fälle. Machen wir mal alle einen großen Kreis, hätte ich gesagt. Dani und Inge in die Mitte. Wir laufen jetzt zu unserem Boot, das uns dann ganz nah an die Fälle hinfährt. Ja. Schauen wir mal, ob wir nass werden. Endlich duschen. Endlich duschen. Wir haben jetzt unsere Regenponchos an. Schick sie immer in den Haus, gell? Wunderprächtig das Ganze. Und hier müssen wir jetzt anstehen. Unser Boot hat schon angelegt. Jetzt wird es gleich nass. Wir sind am Boot. Mit unseren hübschen Tutus. Sogar am Adrian steht mal was. So, das sieht sehr toll aus. Ich habe ja keine so eine coole Mütze. Das ist der richtige Moment. Wir sind jetzt ganz schön nass geworden, also wir hätten nicht gedacht, dass es da vorne so nass wird. Also man kann das schon mit so einem guten Platzregen vergleichen, der aber von allen Seiten kommt und nicht nur von oben. Wir gehen jetzt von unserem Boot runter, oder sind eigentlich schon unten, und suchen uns jetzt mal was zum Trocknen, einen schönen Platz in der Sonne. Wir gehen jetzt zu den, back to the Fun Town,
Also da gibt's The Street of Fun at the Falls. Geisterbahn haben wir vorher gesehen, Guinness World Records, irgendwas. Schießbuden, Casinos, Riesenrad, Autoscooter, also das schauen wir uns jetzt mal an. Da gibt es sicher auch gleich noch ein paar lustige Videosequenzen. Hallo, wir gehen jetzt in Starbucks und ich will danach in die Chocolate World. Da heißt den Velvet Flyer. Hallo. Wenn du es nicht mit Schokolade überziehen kannst, ist es nicht wert, dass man es isst. Gute Idee. Kann man mal machen. Wir sitzen jetzt hier an den Niagara-Fällen im Starbucks-Café, erfrischen uns jetzt hier kurz und werden dann weiterschauen. Später dann um 14 Uhr fahren wir mit unseren RVs los Richtung Niagara on the Lake. Und je nachdem wie die Parksituation ist, werden wir dann am Whirlpool noch einen kurzen Halt machen und dann einen kleinen Wanderweg nach unten ans Wasser laufen. Aber das kommt darauf an, ob der Parkplatz voll ist und ob wir dann Platz finden und zum Film umlegen. Wir sind jetzt hier in der Bahnstraße von Niagara und schauen jetzt nach irgendeinem Blödsinn, wie wir uns die Zeit bis zur Weiterfahrt in einer Stunde vertreiben können. The fastest. The greatest. Amazing feats and amazing facts. Und wir haben uns jetzt für einen 6D-Coaster entschieden. Das ist relativ preiswert, also kostet nur 5 Euro. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wird schon rechter Blödsinn sein. So, wir sitzen jetzt hier in unseren Plastikstühlen. Also wirkt alles nicht so gut, aber mal abwarten. Hello. Also das war jetzt schon witzig. Ja, super geil. Besser, also viel besser als gedacht und echt preiswert für 5 Euro. Also da ist ja Temple Run auf dem Handy langweilig dagegen. Man kann hier komplett zocken, sein Geld raushauen in dieser Halle allein schon. Jurassic Park. Flappy Birds. Müssen wir dann langsam hier weg, weil es wird viel zu teuer. ja, hier gibt es an jeder Ecke irgendwas Cooles zum Sehen und zum Einkaufen. Merchandise-Shops oder halt was zum Futtern. So, wir haben noch 3, die wir noch nicht vorgestellt haben. Eins, ich bin Benno, B20 und komme aus Altisritt. Grüß, ich bin der Robert, bin 18 Jahre alt und komme auch aus Altisritt. Ja, grüßt euch, ich bin der Matthias, komme auch aus Altisritt und bin 20 Jahre. Hi, ich bin Maria, bin 20 und von Altisritt. Bin auch dabei auf der Kanada-Reise. Hallo, ich bin Maria, die Zweite, bin 25 und komme aus Altisritt. Servus, ich bin der Woidi aus Ungerhausen, das Alter. Ein bisschen älter wie die anderen. Ich bin der Fritz aus Nördlingen und nicht ganz so alt wie der Woody, aber auch älter als die anderen. Wir sind jetzt hier am Whirlpool. Das ist so eine Kehre vom Fluss Niagara nach den Niagara-Fällen. Wir schauen uns das jetzt mal an. Ja, aber nur mit der Viewing Area, didn't have any of this. That's new. Yeah, you just have to go around here. Ja, man sieht jetzt hier eben diese Kehre, die der Fluss hier macht. Und da sind ganz gefährliche Strömungen im Wasser. Es gibt dann verschiedene Angebote. Man kann da unten mit so einem Whirlpool-Jet durch die Wellen fahren oder hier mit dieser Seilbahn eben über den Whirlpool drüber. Es gibt auch verschiedene Wanderwege nach unten, wo man dann auch direkt ans Ufer gehen kann. Wir fahren jetzt dann nach Niagara on the Lake. Da haben wir dann eine Besichtigung in der Winery. Das heißt, wir werden uns die Weinstöcke anschauen und dann den Wein auch probieren.
und da sehen wir uns dann wieder. Wir sind jetzt am Weingut angelangt. Ja. Dodo hat schön eingepackt. Wenn es euch gefällt, ist ja recht. Wenn nach vorne schaust, dann siehst du auch noch ein paar Weinreben mit Weintrauben. So, wir sind jetzt fertig mit der Weinverköstigung. Das war sehr interessant. Wir hatten jetzt einen Weißwein, einen Rotwein, dann einen Rosé und einen Eiswein. Wir sind jetzt fertig mit der Führung und sind jetzt durch den Laden und ein paar Leute haben sich jetzt noch eine Flasche Wein mitgenommen, einfach zu probieren. Und wir werden jetzt wieder in unser RV gehen und dann Richtung St. Catharines fahren und da uns einen Schlafplatz suchen. So, wir haben einen neuen Mitfahrer bei uns. Hallo Dodo! Hallo! Wir sind jetzt in St. Catharines am Wallmarkt angekommen, haben hier einen Parkplatz fast für uns alleine. Schauen wir mal, was das Essen macht. Also nicht müde sein. Da ist nur noch die Katze auf dem Tisch. Und wer schnascht da schon vorab? Ja, Wahnsinn. Sieht aber gut aus, Mädels. Das ist hoffentlich. Schmeckt auch gut. Ja, bestimmt. Der war von draußen immer noch weiter runtergelacht. Wir haben jetzt hier gerade unser Abendessen abgeschlossen, sitzen jetzt noch am Videoschneiden, was wir nachher noch in McDonald's beim Cheeseburger wahrscheinlich in 2 Stunden hochladen werden. Neben mir sitzt die Nine und die erzählt euch jetzt, was wir morgen wann und wie machen. Also morgen fahren wir hier um 8:30 los, das heißt, wir müssen vielleicht 1 Stunde vorher aufstehen, dass wir frühstücken können. Und dann fahren wir nach Milton auf eine Lavendelfarm. Danach geht es weiter, das ist gar nicht weit weg von da, auf eine Straußenfarm. Da werden wir Straußensteaks und Straußeneier kaufen. Du Straußensteaks? Nein, ich nicht. Und das wird dann unser Abendessen werden. Genau, weiter der Eindrücke morgen. Bis dann.